erstmal ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer. Das Wetter hier, das ist mal richtiger Mist. Das hat hier geregnet und es regnet immer noch wie aus Kübeln. Ich war eben noch mal unten am Platz und habe mir den Rasen angeguckt. Und eines ist sicher, das wird eine gute Position. Zu unkontrolliert. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor, am allerfreiesten vor dem Tor und er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Jordan Henderson, Fabinho. Gute Defensivarbeit des Gegners, gleichzeitig aber auch ein unausgegorener Spielaufbau. Fast logisch, dass sie nicht weiter nach vorne kommen als bis zur Mitte des Spielfelds. Roberto Firmino. Hier ist Jordan Henderson. Die Chance. Es fehlt nur Millimeter zum Tor. Ja, da wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Es geht über die rechte Seite. Van Dijk. Siehst du das, wie sich da die Außenverteidiger immer mehr nach vorn orientieren? Ja, absolut, aber warum? Ganz klare Strategie. Jetzt wollen wir den Gegner hinten reindrücken und je mehr Druck wir machen, umso mehr Kontrolle bekommen wir über den Gegner, über die Flügel. Ist das ein langer Ball? Also ich würde an seiner Stelle flanken. Ab in Richtung Tor. Er bringt ihn. Tor. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Da ist es, das erste Tor der Partie. Mal sehen, ob sie jetzt auch die Konzentration haben, diese Führung zu verteidigen. Wijnaldum. Van Dijk. Wijnaldum hat den Ball und versucht, das Spiel schnell zu machen. Sadio Mané. Jordan Henderson gewinnt den Ball für sein Team zurück. Der Torhüter haut ihn weit raus. Roberto Firmino. Jordan Henderson hat ja bereits in dieser Partie getroffen. Und nun ab in die Kabine. Mit der ersten Halbzeit kann man nicht zufrieden sein. Das Spiel nach vorne findet so gut wie nicht statt. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Trainer nun personelle Änderungen vornimmt. Ich kann Sie beruhigen, liebe Zuschauer. Sie haben noch nicht viel von der zweiten Hälfte verpasst. Noch 45 Minuten Zeit, um das Spiel noch zu drehen. Fabinho. Jordan Henderson. Gefährlich, wenn er den kriegt. Jetzt ist was möglich. Fantastische Aktion von Alexander Arnold. Lang nach vorn. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Wijnaldum.
Mohamed Salah. Die Chance für Roberto Firmino. Liverpool bekommt den Freistoß. Er bringt ihn auf ein Traumtor. Klasse Abschluss. Super. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Dieser Treffer zeigt ganz eindeutig, was das für ein überragender Fußballer ist. Standardsituationen sind seine große Stärke. Und wenn wir das hier sehen, dann dürfen wir feststellen, sie sind seine... Ja, das muss man schon abweichen. Was ist denn mit ihm los? Er hat eben schon Glück gehabt. Also wenn er jetzt nicht aufpasst, dann fährt er mit der Straßenbahn nach Hause. Jetzt sollte er mal langsam auf die Übermotivationsbremse treten, sonst fliegt er irgendwann. Fabinho mit einem exquisiten Tackling. Das gibt Einwurf. Van Dijk spielt den Ball lang. Wijnaldum. Das Thema ist durch. Hier passiert nicht mehr viel. Jetzt heißt es eigentlich nur noch warten auf den Schlusspfiff. Den muss Mohamed Salah. Ein richtig toller Pass. Das Ende mäßig. Chancenverwertung ganz schwach in dieser Situation, in der sie vorher alles richtig machen. Er steht nicht im Abseits und der Pass kommt gut. Und Mané! Und noch ein Tor! Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Experimente vor dem eigenen Tor, die gehen nie gut. Mané hat seinen Gegenspieler wunderbar unter Druck gesetzt und dadurch den Fehler heraufbeschworen. Merke, im Zweifelsfalle zur Not einfach mal weg mit dem Ding. Damit also steht's 3:0. Gomez. Van Dijk mit dem langen Pass in die Spitze. Der Schlusspfiff.